Hitlers leibliche Schwester Paula lebte auf sein Verlangen unter dem Pseudonym Paula Wolf in Wien. In den letzten Kriegstagen ließ er sie in die Alpen evakuieren. In einem abgelegenen Berghaus auf dem Obersalzberg stoßen die Amerikaner auf ihr Versteck. Im Verhör gibt sie sich als die kleine, unbeteiligte Schwester. Danach taucht sie in der Umgebung ab. Berchtesgaden 1958. Heimliche Filmaufnahmen von Paula Hitler alias Paula Wolf. Sie lebt als Sozialhilfeempfängerin, völlig zurückgezogen. Nur wenige Einheimische wissen, wer sie wirklich ist. Der Amerikaner Jasper Boone hat sie damals kennengelernt. 50 Jahre später kehrte er noch einmal nach Berchtesgaden zurück, um über das Erlebte zu berichten. Damals war Boone in Hitlers ehemaliger sogenannter kleiner Reichskanzlei als Besatzungssoldat stationiert. Zum ersten Mal spricht er vor der Kamera, wie es ihm gelungen ist, Paula Hitler zu treffen. Zusammen mit meinem deutschen Kollegen Freddy Schlösser haben wir herausgefunden, dass Paula, genau wie Hitler, überhaupt kein Interesse an Amerikanern hatte. Und das wäre ein Problem für mich gewesen, also haben wir einen Plan ausgearbeitet, um sie zu treffen. Boone leitet das Pressebüro der US-Armee in Berchtesgaden. Der Deutsche Ferdinand Schlösser arbeitet für ihn als Fotograf und Dolmetscher. Gemeinsam wollen sie Paula einen Brief schicken. Freddy schrieb den Brief. Er erwähnte, dass wir Hitlers unmittelbaren Vorgesetzten aus dem Ersten Weltkrieg mitbringen könnten. Das würde Paula wahrscheinlich dazu bewegen, mit uns zu sprechen. Der Plan funktioniert. Paula Wolf fasst Vertrauen und stimmt einem Treffen zu. Ihre Antwort unterzeichnet sie sogar als Paula Hitler. Wie vereinbart, kommt auch Hitlers Kriegskamerad Johann Lang wieder mit in die bescheidene Wohnung. Im erhaltenen Bericht des Treffens heißt es: Frau Hitler besitzt einen Raum von 16 Quadratmetern und eine kleine Nebenkammer. Es machte auf uns den Eindruck wirklich ärmlicher Verhältnisse. Im Gespräch offenbart Paula eine naive Sicht auf den Bruder. Sie sagte, es war die Idee meines Bruders, die Autobahn zu bauen. Mein Bruder hat verhindert, dass Deutschland kommunistisch wurde. Der Volkswagen war seine Idee. Er hat den Leuten während der großen Wirtschaftskrise Arbeit gegeben. Und dann sagte sie, Napoleon gehörte zu den meistgehassten Menschen seiner Zeit, aber jetzt wird er als Nationalheld verehrt. Und das Gleiche könnte auch mit meinem Bruder geschehen. Ansichten einer Verblendeten, die den Bruder von der Schuld reinwaschen will. Sie sagte auch, dass sie wirklich nicht glaubte, dass ihr Bruder für all die Gräuel des Zweiten Weltkriegs verantwortlich ist. Besonders nicht für die Ausrottung der Juden. Sie glaubte, dass Himmler und seine Mitarbeiter viel effizienter waren, als ihr Bruder es je von ihnen erwartet hätte. Paula Hitler will nicht an die Verbrechen des Bruders glauben. Dabei weiß sie darüber Bescheid. Sie war verlobt mit einem Mann, der tief in Nazi-Verbrechen verstrickt war. Paula Hitler starb 1960 in Berchtesgaden ohne Nachkommen.